der Abgeordnete Steffen Cordré für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die links-grüne Ampel ist angetreten, unseren Wohlstand abzubauen. Sie vernichtet Kapazitäten der Energieerzeugung. Für die hohen Strompreise ist die sogenannte Energiewende verantwortlich. Und auch wenn Herr Minister Habeck das abstreitet, im Dezember 2021 betrug der Börsenstrompreis mit 22 Cent pro Kilowattstunde das 4- bis 5-fache des jahrzehntelangen Preisniveaus. Und das war bekanntlich vor dem Ukraine-Krieg, meine Damen und Herren. Und die Geschichte ist voll von Beispielen, in denen Sündenböcke für die fatalen Folgen der eigenen Politik gesucht wurden. Und heute versuchen auch die links-grünen Ideologen, den wirtschaftlichen Niedergang der planwirtschaftlichen Transformation unserer Gesellschaft anderen in die Schuhe zu schieben, den Russen, der Kernenergie, der Opposition. Und die Folgen dieser links-grünen Strompreisinflation? Die Geschäftsgrundlage der Unternehmen wird zerstört. Sie wandern ab. Seit Oktober Schrumpfung der Produktion, nunmehr Rezession. Und die OECD urteilt, Zitat, in keiner größeren Industrienation wurde die Grundlage ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit jemals so systematisch infrage gestellt. Bloomberg schreibt, Zitat, Europas Wirtschaftsmotor bricht zusammen und dass das Wirtschaftswachstum jahrzehntelang nicht über 1% herauskommen wird. Und meine Damen und Herren, diese Entwicklung wird leider jetzt auch mit dem sogenannten Effizienz-Energiegesetz beschleunigt. Und so wie vor einem Jahr die Grünen den Rückgang des Gasverbrauches bejubelt haben, werden sie es vermutlich auch diesmal tun. Nur damals ging der Gasverbrauch zurück, weil die Produktion einfach eingestellt worden ist. Importe waren dann die Folge. Und wenn die Unternehmen nun gezwungen sind, Stromrationieren vorzunehmen, dann schalten sie ihre Produktion leider wieder ab. Das ist das Ergebnis der links-grünen Wohlstandsvernichtungspolitik, meine Damen und Herren. Und das sieht auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer so, und das sieht auch der IFO-Präsident Clemens Füst so, und er spricht eben vom Wachstumskiller, meine Damen und Herren. Und in dieses Bild passt es eben auch, dass die Bürokratiekosten heruntergelogen werden. Der Verwaltungsaufwand des vorliegenden Gesetzentwurfs beziffern die Vertreter der Wirtschaft auf 500 Millionen Euro, die grüne Ampelregierung auf magere 40 Millionen Euro, also nicht mal 10% der wahrscheinlichen Kosten. Ich habe dazu die Planwirtschafter im Ausschuss befragt. Sie haben geschwiegen. Meine Damen und Herren, schauen wir uns mal weitere zwei Beispiele von Falschaussagen dieser Verdummungs- und Verarmungspolitik an. Häusersanierungen würden sich rechnen, obwohl selbst deren Kreditzinsen oftmals höher als die eingesparten Energiekosten sind. Und zum Zweiten, mit der Abschaltung von Kernkraftwerken oder überhaupt Kraftwerken und der Verknappung des Stromangebotes würden nun die Strompreise sinken. Hört man auch oft von Ihnen. Natürlich völliger Irrsinn, oder? Liegt doch wohl auf der Hand. Und wie vorhin gesagt, dass die Fossilen teurer werden als die Erneuerbaren, auch das ist falsch. Sie sind preiswerter. Wir können es eben an dem Preisniveau sehen, das wir jetzt haben. Das liegt nur daran, dass wir die Fossilen aus dem Markt drängen, an nichts anderem. Ja, also wer Propaganda und Falschaussagen studieren will, der schaut sich einfach diese Ampel an. Und je schneller wir diese Ampel beenden, desto weniger Schäden haben wir später zu beseitigen. Dankeschön. Geht jetzt mein Mikro wieder? Nee, noch nicht. Ich glaube, hier ist noch sozusagen auf die Kollegin Pau eingestellt. Könnt ihr mich hören? Nee. Dann muss ich mal nach da hinten winken. Ja, jetzt, genau. Das war ein Wechsel zu unüblicher Zeit und deswegen hat das nicht funktioniert. Aber ich freue mich umso mehr, Michael Kruse aufzurufen für die FDP.